und dann steigen wir auf unseren Drachen. Wir waren und fliegen los. Und jetzt holen wir erstmal die Bernhardette. Babette. Bernhardette Babette. Ah ja, Düngekäfer wollen wir auch noch holen. Aber erst muss ich jetzt ein Pferd holen. Das ist jetzt wichtiger. Hab die Steine aus dem Inventar. Was für Steine? Oh, du meinst die 3400 Steine da? Hast recht, die sollte ich nicht mitbringen. Wo habe ich die Sonne? Bei mir ist alles grau. Sagt die Charlie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich Gamma wieder normal? Ich glaube ja. Ja, Gamma ist normal. Das ist so hell. Ich bringe mal gerade noch kurz die. Kurz noch gerade eben schnell die Steine weg. Sie hat es gesagt. Ja, und? Drache, könntest du mal bitte landen? Dankeschön. Der landet nicht, weil ich ihn ständig Drache nenne. Ich glaube mal, wir packen das mal da rein. Holz brauche ich. Vielleicht doch. Ich brauche das nicht. Davon brauche ich so viel auch nicht. Tu das mal fort. Und das brauche ich auch nicht so viel. Das brauche ich auch nur die Hälfte. So geht das. Okay, alles klar. Primstens. Auf geht's. Zacki zack. Wir waren. Wir waren. Danke. Und los geht's. Ich habe gerade ein Déjà-vu. So, fliegen wir mal los, das Pferd holen. Die echte Sonne sind. Lach. Die echte Sonne, die ist genau hinter mir im Fenster. Wo wir die haben, da kann ich dir nicht sagen. eBay? Ja, mache ich gleich. Ich zeige euch gleich gerne die Stats von River. Wenn ich sowieso landen muss. Dumpti-dumpti-dum. Ich muss nämlich sowieso landen, weil ich wieder im Sprint unterwegs bin. Kennen wir ja nicht anders. Was? Die Tasse sieht aus wie eine Koya-Tasse? Das ist aber keine Koya-Tasse. Nein? Oh, 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 Stamina, Stamina. Hier, guck mal, wir gehen mal zu den netten Stegos. Hier zu den Tanten. Die passen auf, dass da nichts kommt. So, pass mal auf. So. So, also, erstmal die Stats. Die Stats, die haben wir hier. Gesundheit, 11.800. Ist schon nicht schlecht. Ausdauer, viel zu wenig. Da machen wir mehr drauf. Sauerstoff, 360. Sehr wichtig. Nahrung, totaler Fresssack mit 7.000. Fast 8.000. Gewicht 900, also fast eine Tonne, das ist schon gut. Nahkampfschaden 454,5. Das klingt eigentlich gut, oder? Bewegungsgeschwindigkeit ist normal, kannst ja eh nicht leveln. Benommenheit 8.500, also topper. Prägung auf 79%, da haben wir irgendwo was zwischen verpasst. Ich weiß nicht, was das war. Genau, so sieht's aus. Das sind die Stats. Und ich friere mir hier den Hintern ab, den königlichen. Und deswegen muss ich mal weiterfliegen. So. Weiterfliegen? Ja. Vom Sumpf weg. Achso, waren wir Koya-Tasse? Nein, das ist keine Koya-Tasse. Das ist meine Tasse. Ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Mit meinem Logo drauf. Sindewittchen. Ja, denke ich auch, dass ich das Tierchen Stamina leveln muss ohne Ende. Deswegen haue ich das die ganze Zeit schon immer da drauf.
ein Lootstrahl. Oh, ein Lootstrahl. Den nehmen wir aber mit, hä? Vivan, könntest du mal bitte dich gnädigerweise da hinsetzen? Dankeschön. Oh, da ist ein Raptor. Ey, Rappi. Der sieht mich nicht. Gleich sieht er mich. Richtig? Nö. Wo ist er hin? Ich dachte, er sieht mich, wenn ich aufstehe. Komisch, komisch. So. Aufmachen. Ein Tylakoleo-Sattel. Das lasse ich mir mal gefallen. So einen will ich auch noch haben. Okay, und weiter geht's. Orientierung. Oh, ein Quetzi. Oh, ein Quetzi. Wir sehen so viele Sachen heute. Was sagt mein Scope zu dem Quetzi? Was ist denn das für einer? Oh, 140. Oh, dafür habe ich aber kein Material. 54 Trank-Pfeile werden da wohl nicht reichen, oder? 140. Puh. Naja, andererseits, wenn man Wivern hat, wer braucht noch ein Quetzi? Tschüss für Quetzi. Gucken wir mal. Ah, oh, die schöne Tasse, die verlost wurde. Und ich war nicht da. Machen wir auch nochmal. Ach, Charlie. Quetzi-Zähm. Solo besser mit dem Greifen. Ja, klar, du kannst dich halt schießen, ohne absteigen zu müssen, klar. Habe ich aber noch nie getestet. Mittlerweile drücke ich dir mal runter, bis sie sich verhaken. Klappt auch ganz gut. Jetzt bin ich schon wieder am Erfrieren hier. Gib mir mal was Stamina, bitte. Silverwolf, hallo und auf Wiedersehen. Ist mal weg arbeiten. Euch noch viel Spaß. Dir auch. Tschüss, bis bald. So, Ausdauer wieder voll. Weiter geht's. Ab dafür. Wir sollten aber am Rand vom Schneegebiet bleiben, nicht sichtlich tot vom Drachenfalle. Wir waren. Mein Black Wolf geht jetzt frühstücken. Guten Appetit. Wir fliegen gerade über die Wivernschlucht. Ob das so klug ist? Na, macht nichts. Hier ist nichts los. Alles gut. Alles gut, alles gut, sprach sie. Okay, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir das Pferd holen. Pferdchen, wo bist du? Da, links. So, jetzt wird erstmal geparkt. So. Jetzt. Macht Krach wie ein großer. So, jetzt gehen wir das Pferd holen. Okay, war klar. Ich bin zu klein. Dann stellen wir das Pferdchen hier mal auf weite Flur. Damit ich das besser packen kann. Damit ich dich besser packen kann. So. Ach, Sonne ist wieder weg. So. Okay. Einmal durchatmen und... rückwärts. Okay. Hab ich.
Hab ich! Hey. Kacke-Käfer geht gleichzeitig nicht, oder? Doch, Moment mal, den kann ich ja tragen. Lass uns mal gerade gucken, ob wir noch einen Kacke-Käfer kriegen. Ach, ich habe gar keine Kacke dabei. Mal wieder Bronto-Kacke einsammeln? Ach, ich bringe jetzt das Pferd zurück. Nicht, dass ihm noch irgendwas passiert. Archies. Die lassen wir mal links liegen. Oder mal wahlweise auch rechts. Egal. Bernadette, wir kriegen dich nach Hause. Keine Sorge. Mach dir keine Sorgen. Kriegen wir alles hin. Diese schwarze Ruine würde ich ja auch gerne aufbauen, ne? Wäre ja auch was. Wenn da nur nicht immer so unruhig wäre mit Rexen und so Krempel. Vor allen Dingen wegen der Mantissen. Mantissinnen. Oh. Achte auf Stamina. Da war was. Wir könnten theoretisch mal hier landen. Danke. So, wir geben dem hier nochmal Ausdauer. Jut. Stamina ist wieder voll. Du freust dich. Wunderbar. mein Eiswimmern schmilzt. Theoretisch müsste er doch hier schmilzen. Schmelzen. Da muss man aufkommen. Komm mal her, Pferd. Du da. Danke. Und weiter geht's. Und die neuen Wüstenruinen sind da? Ja, die finde ich schön. Habt ihr die schon gesehen oder sollen wir da mal hinfliegen? Wir wollten ja sowieso einen Wurm töten. Das machen wir gleich. Fliegen wir in die Wüste. Gucken wir uns das mal an. Da können wir es genau. Ja, das machen wir. Das tun wir. Ich würde sagen, nach der Kaffeepause. Nach der Pipi-Kaffeepause. Kaffee hol Pipi-Pause. Beinhard, hi. Guten Morgen. Dir auch ein schönes Neues. Stamina reicht noch. Noch. Immer noch. Immer noch. Wir sollten es ja nicht rausfordern, ne? Wir landen mal hier so bei dem... Huch! Entschuldigung. bleib hier, Bernhardette. Nicht da runterfallen. Bin aus Versehen auf die rechte Maustaste gekommen. So, Stamina. Gleich wieder voll. Und dann geht's weiter. So. Einmal den Bogen. Da ist das Pferd. Okay, das war mal keiner. Das war ein Kalter. Jetzt fliegen die am besten von unten an. So. Zack. Hab ich. Okay, ab nach Hause. Jetzt müsst ihr was schaffen. Wo war denn das? Da. Das war knapp. Oh, Sünde. Frauen und Parken. Millimeterarbeit. Das war alles haargenau geplant. Nirl, Test hat funktioniert. Du kannst schreiben. Da hinten muss ich hin. Wir müssen mal wieder ein bisschen runtergehen, damit wir da auch ankommen. Vielleicht sollten wir nicht auf Speed fliegen, sondern eher etwas langsamer.
Oder? Weil hier können wir schlecht landen. da muss ich rüber. Ich sehe nichts. Warum muss das jetzt Nacht sein? Badengi, hi. Willkommen im Frühstücksstream. Guten Morgen. Frohes Neues. Okay. Wir kommen an. Wir schaffen das. Chaka. Chaka, du schaffst das. Gleich sind wir da. So, da sind wir. Yay. Klappt. So, setz dich hin. Wunderbar. Geschafft. Haha. Brauch noch einen guten Parkplatz für den Wibbern. Ach, was macht der für Geräusche? Genial. So, was haben wir hier? Jetzt machen wir hier mal Gamma 3. Damit man wieder was sieht. Man sieht aber auch nicht viel mehr. Das sieht irgendwie komisch matschig aus. Ja, doch, geht. Könnte an meinem Monitor liegen. Gut, okay. Was machen wir als nächstes? Kackkäfer holen, ne? Dafür brauchen wir aber Bronto-Kacke am besten. Die können wir uns aber unterwegs holen. Und sollen wir da den Griffin für nehmen? Der ist was schneller vielleicht als der Wyvern. Wer ist schneller? Wyvern oder Griffin? Habt ihr da Erfahrungswerte? Ich meine, der Griffin wäre schneller. Licht im Haus wäre auch nicht schlecht. Ja, das war ja mal da, ne? Ich hatte ja mal Licht. Ich hatte mal so viel. Oh, da kommt ein Lootstrahl runter. Jetzt schnell entscheiden. Griffin oder Wyvern? Griffin, denke ich. Ich denke auch, dass es der Griffin ist. Wyvern, du bleibst mal hier. Außerdem ist er ein bisschen kleiner, wendiger. Komm, wir gehen mal. Und der hat ein bisschen mehr Ausdauer. Wo war jetzt der Lootstrahl? Da ist der Lootstrahl. Roter Lootstrahl will ich haben. Komm, Schatzele. Auf geht's. Schneller, schneller. Wir fliegen mal so ein bisschen schräg hoch, damit wir gleich runterstochen können. Okay. Der hat nämlich so richtig cool viel Stamina. Unser Griffin. Ja, denke ich auch. Sturzflugwellen ist der Griffin besser. Schneller. Jetzt bloß sich gegen die Steinwand krachen. Schaffen wir alles. Da hinten ist er. Eisgebiet? Oh ja. Oh ja. Okay. Gibt's hier was Gefährliches? Ach, wir landen einfach da und gucken, was gerannt kommt, oder? Schweine. Ohoho. Mensch, der hat sogar ein Ding drum. Ein Ring. Guck mal. Kommt, 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 kommt. Kommt weg da, ihr süßen Drecksviecher. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Hervorragend. Sonst noch was? Nee, müsste gehen. Ich will das, ich will das, ich will das. Gib mir das. Alles. Gucken kann ich gleich. Gut. So. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn gefunden? Ein Woolly Rhino Sattel in Blau. Ein Helm in Lila. Baryonyx Sattel in Lila. Und, achso, das hatte ich schon geguckt. Ja, ist okay. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich muss ja erstmal aus dem Schnee raus, dann können wir mal nach den Stats gucken. Wo bin ich denn? Wo? Ach, blauer Pin. Da. Ja, da sind wir ein bisschen falsch für Kacke-Käfer. Aber ich kann jetzt nicht hier durch den Schnee durch. Schöne Höhle. Ich kann nicht durch den Schnee durch. Das ist zu kalt. So, pass mal auf. Wir haben hier Stats. 5-4 Leben, Ausdauer 2000. Da habe ich aber schon gut gelevelt. Nahrung ist auch so ein Fresssack wie der Drache. Gewicht nicht so viel. Nahkampfschaden 241. Der Drache hat da mehr. Wyvern. Oh Mann. Aber was ich cool finde oder cool fand, bei der Griffin-Mod geht das hier noch, das Geflatter. Das liebe ich ja, ne? Das geht bei der anderen ja nicht. Oder ging eine Weile nicht mehr bei den Original. Ich hoffe, dass sie das irgendwann wieder zurückändern. Ah, Viking Bay. Ausdauer ist gut. Moment mal, wir haben ja fast nichts mehr, ne? Da könnten wir ja eigentlich mal kurz einen Abstecher zu den Kisten machen am blauen Pin. Nein, die Classic Flyer Mod benutze ich nicht. Ich hatte die mal drauf gespielt, um die zu testen, und die hat nicht richtig funktioniert, dann habe ich sie wieder runtergeschmissen. Das weiß ich jetzt nicht, Wing Charlie, ob er da den normalen Schaden oder 50% weniger macht. Das könnten wir testen. Was hat die Ausdauer? Ausdauer ist gut. Wir gehen uns jetzt erstmal ein paar Materialien holen da hinten. Gleich sind wir da. Dann packen wir uns da mal was ein. Okay, jetzt gehen wir erstmal ein paar Kisten aufmachen hier. Wenn welche da sind, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Da sind keine. Keine Kisten da heute. Habe ich die letztens erst gelootet oder sind die weg? Sind keine Kisten da, warum nicht? Hier waren doch immer Kisten. Blöd. Na gut, dann nicht. Sternchen, hi. Xandy, dich habe ich auch noch nicht begrüßt. Hallo? Wo ist denn, wünsche dir ein frohes neues Jahr. Bussi. Ja, Bussi zurück. Frohes neues. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Eine kleine Pause. Und dann geht's gleich weiter.